Das hätte ja schon ganz cool werden können. Wenn von der 5 breiter Warp-Kern, ja genau, dann müsstest du jetzt von hier aus so eine halbe Platte nehmen oder wie auch immer. Runde und sowas. Neue Drehsystem stört mich irgendwie. Mich aber auch an dir. Da komme ich irgendwie gar nicht mehr klar. Ja, muss ich auch sagen. Das ist, ich meine, es ist schön, dass sie die Achsen angeführt haben, wie man dann geht und alles. Aber da fand ich das vorher dann ein wenig besser. Muss ich auch sagen. Ding bewegt sich doch, oder bewege ich mich? Nein, ich bewege mich. Ich dachte schon wieder, ich jetzt los. Ja. Dann? Noch nix. Aber der Kern ist jetzt im Weg, das ist natürlich doof. Ja, wenn du noch einen. Wenn du den nicht brauchst, weg. Ich habe im Zweifelsfalle noch einen in der Tasche. Ne? Kannst du ja nachher umbauen. Ich kann den dann erstmal. Ich weiß nicht, soll ich den erstmal hier oben draufsetzen irgendwo oder willst du den speziell irgendwann haben? Oder willst du den haben? Nö, setz einfach erstmal irgendwo hin, das ist jetzt egal. Direkt einen neuen in Auftrag. Dann so, André, guck mal. Hier vorne diese geschlossene Viertelkugel. Irgendwie sieht das so weit weg aus, ne? Aber geht nicht anders. Ja, natürlich geht das nicht anders, das ist klar, weil wegen den ganzen Blöcken und alles. Das hier unten, das seht ihr immer als ganzer Block hier unten. Ja, das ist ja das Problem. Natürlich, man kann dann ja wenigstens unten drunter durchlaufen. Ja, richtig. Doch gar nicht so schlimm. Da hast du hier. Ja, genau, ja, so alles gut.
Nein, ich komme nicht bis ganz nach oben. Mist. Du hast recht, ich brauche Rotz, die Magazine viel schneller. Oh, verdammt. Ja, ne? Aber ich glaube, ich muss noch einen hoch, kann das sein? Ja, du musst drei hoch mindestens. Komm hier nirgendwo hoch, ist. Warte, was? Dann mach das doch so, pass mal auf, dann mach das. Mach doch das erstmal so, hier. So, setz den erstmal daran als Gerüst quasi. Den kannst du ja hinterher abbauen. Ja, aber das, ich will die Strukturität nicht gut machen. Nein, natürlich, das ist ja klar. Schon reicht, wenn ich auf den Antrieb drauf. Komm. Geht doch. Also. Ich habe jetzt noch zu niedrig. Ne, muss noch höher. Alter Schwede. Ja, sag ich ja, du musst mindestens zwei noch hoch. Nein. Also das ist genau das, ist mir nämlich auch passiert. Weil da war schon zu spät. Fuck. Die hat eine verdammt große Hitbox, das Ding hier. Jetzt müsstest du theoretisch. Ja, könntest du theoretisch hochkommen. Naja, das reicht immer noch nicht. Ich jetzt hier einen flachen dran mache, so. Deswegen geht das nicht, der geht hier oben drauf. Ich will noch einen hochsetzen. Das ist die Höhe. Verdammt, nein! Bin runtergefallen. Das Runterfallen ist mittlerweile verdammt schmerzhaft. Glaube ich dir. Olli, bist du noch da? Oh, ich bin noch am Sammeln. Hey. Alter Schwede, ist das Ding groß. Ja, ne? Aber für das Ding ist größer geworden, ehrlich. Ja, fünf Blöcke war das, glaube ich. War nicht vorher vier? Nein, das war schon immer so. Du hast immer gesagt, man musste mindestens fünf.
5 hoch sein. Dass alles klappt. Aber immer eine Fläche von 5 haben, von 5 mal 5 quasi, damit das klappt. Das ist echt so bauen. Was? Ich hoffe, das wird eigentlich sein. Ja. Schönen Rahmen hier. Das können wir dann nachher freigestellen. Ja, dahinter muss er dann auch machen. Dann willst du es dahinter auch machen? Mhm. Oh nein, zu weit! Wenn wir die Wand dahinter jetzt abmachen können, dass er jetzt von dem Rahmen gestützt wird, weil er wird ja eigentlich als ganzer Block gezählt. Ja, richtig. Am besten mache ich mal strukturelle Dinge an. Mal, lass mal da Mittelreihe oder so stehen, dass ich dann auch ganz schön relativ gut arbeiten kann von hier aus. So. Von hier aus können wir jetzt im Prinzip die Form rausarbeiten, ne? Mhm. Könnt ihr zum Beispiel mal auch sagen, dass wir falsche quasi nach hinten noch mal so weggehen? Beispiel. Ja, ich wurde mit Keksen gelockt. Glaubt ihnen kein Wort. Was? Von mir was? Von was denn? Wurdest du gelockt? Du wurdest doch nicht gelockt. Ja, der Chef. Ach so. Nein, nein, Chris. Aber habt ihr gesehen, wie die beiden plötzlich in Panik verfallen sind jetzt, ne? Ja, Olli ist freiwillig geblieben. Olli wollte nicht mehr gehen. Ja. Nicht der Olli hat uns angelockt mit Keksen. Wollte ich gerade sagen, Olli will nur nicht mehr gehen. Ich habe immer gesagt, Olli, geh doch, geh doch, geh doch. Und Olli kommt immer wieder. Ja, das ist mein politisches Gespür, wenn ich sitze, sitze ich. Ja, wir haben ihn schon im Wald ausgesetzt, aber das hat nichts gebracht. Ja, die Frau drängt uns den immer wieder auf. Ja, sie bringt uns den immer wieder. Das ist ja hier, Gott, behalten, wollen wir nicht mehr. Ich bin wie Hundescheiße am Schuh, wirst du nicht los. Ja, dann schaut Tanja eigentlich mal wieder rein, Ronny. Wie geht's Tanja eigentlich? Ich habe das von Tanja gehört. Die ist jetzt im Moment gerade wieder bei Archangel zugange. Ah, so.
Zeit lang mal wieder. Sie hat im Moment so eine dicke Buchreihe, da wälzt sie sich gerade durch. Dicke Buchreihe, wo sie sich durchwälzt? Ja, die sitzt wenig am PC im Moment. So, okay. Ja, das bleibt jetzt von mir unkommentiert. Ja, von mir aber auch. Alles, was ich darauf jetzt antworte, kann nur ein Schuss in den Ofen gehen. Ja. Also Chris, bis eben warst du mir sympathisch. Egal, was ich darauf antworte, das kann nichts Gutes bedeuten. Nein, kann's auch nicht. Ah. Ha! Wir stehen ein bisschen da, wissen nicht, was wir machen sollen. Olli! Du musst herkommen, wir brauchen deine Kreativität. Geht jetzt gerade nicht, ich muss noch Eise suchen. Wenn wir ziehen den erstmal. Ja, das ist blöd. Wollen wir den dann nachher auch konstruieren, dass wir Gänge haben, dass wir da durch können und sowas? Oder willst du das dann nach vorne rausziehen, alles? Ich hab keine Ahnung. Okay, das ist auch geil. Ich hab da eine Blockade, ehrlich gesagt, gerade. Hier hinten müssen ja die Triebwerke ran. Ja, genau. Das ist ja das Heck. Können wir das ja zum Heck machen? Da können wir uns ja gucken, wie wir dann nach vorne uns raus organisieren. Irgendwo muss ja noch die Plattform hin für das Raumschiff zum Andocken. Ja, richtig, genau. Ja, dann ja, im Prinzip können wir das ja vor dem Kern, vor dem Warp-Kern machen. Ja, das Blöde ist dann nur, Plattform zu klein ist. Man kann nicht mal durchfliegen. Ja, ne? Also das wäre ja der Traum, wenn man da durchfliegt. Ich kann Fahrstuhl durchbauen oder so. Ich glaube, das geht nicht. Geht ja leider nicht. Aber das wäre cool, wenn man das noch machen könnte. Planus war er. Weiter. Planus jetzt hier.
geht's ja auch nicht. Das kann man ja nicht weiter ansetzen. Muss ja noch Cockpit rein. Richtig. Strom. Ja. Sauerstoff. Und an Bord. Brauchen wir mal ein bisschen Stabilität, der die umkippt. Das ist alles doof, ich weiß gerade nichts. Egal, was wir jetzt machen, sieht alles scheiße aus. Das ganze Ding sieht scheiße aus. Wir müssen auch nochmal abreißen. Natürlich einfach auch nur die Rundung nach dem Weg machen. Da dann noch umsetzen. Kann man hier jetzt was dran bauen? Ich habe eh keine Blöcke mehr gleich. Ich glaube, bei mir im Konstruktor sind noch welche. Bei dir sind nur mal 200 Stück drin, 365. Das war aber nicht drin. Muss das denn irgendwie spitz zulaufen lassen? Ich muss halt essen. Die wird auf den Boden fallen. Ja. Also, Alter, haben wir nichts zu essen mehr bald. Esst ihr nur, ohne Neues zu kochen, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei mir hinten,
Dann würde ich es mal im Kühlschrank räumen, ne? Sonst vergammelt es irgendwann. Da sind auch 4 Salamis gewesen und 3 Tomatoes. Markus. Bolognese-Soße ohne Bolognese. Es sind aber auch keine Dinos, keine Fleisch. Nee, hier ist nix. Keine Viecher, nicht. Ist tot. Wie kann man denn den ganzen Scheiß Spitz zulaufen lassen? Ich guck gleich mal, ob ich noch was finde. Oder irgendeine Form da reinzukriegen. Weiter zum Ansetzen. Ist auch noch nichts mit dem Boden geklärt. Das sieht auch scheiße aus. Alles sieht scheiße aus bei dem Ding. Was, wenn du dann die untere Reihe wegnimmst und daran den Boden rausziehst? Das sieht auch scheiße aus. Gut. Sieht alles scheiße aus. Boah, das Ding wieder ab. Gut, das wird heute nichts. Ich habe noch nicht genug Erfahrung mit den neuen Blöcken. Wofür haben wir jetzt da oben drin? Na, verdammt. Sollen wir da oben dran kommen? Damn Demolition. Wir versuchen gerade irgendwie ein Capital Vessel zu bauen. Ja, sind gerade planlos im Weltraum. Nein, das sollte nicht einfach nur ein Vessel werden, das sollte nur eine Andockstation werden. Wenn ich ein Vessel bauen würde, hätte ich es ganz anders angefangen. Hätte ich erstmal eine Form gebaut. Was will ich dafür? Vielleicht sollten wir das auch ja machen. Erst eine Form bauen und dann gucken, was wir. Erstmal die Grundplatte machen, die groß, die Grundplatte machen und daraus dann eine kleine Form rausarbeiten. Sodass da alles reinpasst.
So, wenn du unten bist, bist okay. Ein Capital Vessel ist ein. Das große Raumschiff. Womit man dann Warpsprünge zu anderen Planeten machen kann. Was ja nachher unser Hauptziel ist, dass wir zu anderen Planeten kommen. Und da dann die Rohstoffe sammeln, die es auf diesem Planeten nicht gibt. Und mit der Drohne kann man das auch machen, okay. Mit der Drohne kannst du noch oben auch hinbauen, glaube ich. Das habe ich, da müssen wir jetzt. Stimmt, André, mit der Drohne. Brauchst du nicht direkt davor stehen. Wenn die Drohne nimmt, kann ich hier zum Beispiel den Block abbauen, dass ich den angucke. Den Block genau dasselbe. Guck mal, wenn ich jetzt mit der Drohne fliege, kann ich da jetzt einen Block ransetzen. Ah, cool. Auch wieder abbauen hier. Also wenn ich hier hinten mit der Drohne. Du siehst ja, wo ich stehe. Meine Drohne ist hier vorne. Dann kann ich jetzt hier abbauen. Hey, cool, also hätte ich auch großen Nutzen. Cool. Danke, Albert, für den Tipp. Danke. Die Drohne hat mich so gar nicht so befasst. Ich werde nochmal ein bisschen die Plattform genommen. Ja, ein Großkampfschiff, das. Ja. Was heißt Großkampfschiff? Halt auch ein Erkundungsschiff mit und alles. Na, natürlich kannst du damit auch kämpfen und alles. Das ist ja ganz klar. Da das ja unser eigener Server ist, sind hier ja noch nicht viele Leute drauf. Das stimmt. Weil man könnte bestimmt eine Weltraumschlacht machen oder so, wenn man Bock hat, wenn man sagt, Mensch, kommt Leute, schnappt mal eure kleinen Schiffe oder so. Beetblöcke baust du im Nahrungsmittel-Replikator Dragasch. Ja, also du musst hier und Nahrungsmittelprozessor bauen und da sind sie dann. Aus Pflanzenfasern, Stahlplatten und Nährlösung. Nährlösung brauchst du Gesteinsmehl, Wasser und verdorbene Lebensmittel. So, ich habe bei Dragos erstmal die Bäume abgeholt. Also einen Todesstern haben wir schon gebaut, Demolisha. Den haben wir auch im Workshop hochgeladen. Todesstern hatten wir schon gebaut, André und ich. Wir waren auch. Unser letztes Projekt war ein Großprojekt, was hier mal angefangen hatten, war die Deep Space Nine Station aus Star Trek, aber die haben wir dann nachher erstmal abgebrochen, weil da neue Blöcke kamen und all so eine Geschichten. Hätten wir da von Grund auf neu nochmal anfangen müssen. Ab und zu machen wir das auch, dass wir dann im Kreativbüro hier einfach mal irgendwelche Sachen bauen. Nachbauen. Der erstmal texturiert, das ist schon mal gut. Damit auch mal. Alter, damit ist es ein bisschen schwieriger. Die Drohne zu. Nee, geht das nicht. Das geht nicht. Es geht schon, aber dann macht es nur irgendwie. Nicht wirklich. Ganz komisch. Ja. Wenn man ist es mit der Drohne schon gut mit dem. Warum oder alles dann? Mit der Farbpistole, das finde ich auch genial, ne? Dass man jetzt viel einfacher hier ja lackieren kann, jetzt alles, ne? Okay, damit es nicht mehr so viele Blöcke hat, da war ja schon nervig. Ja, richtig. Das ist ja jetzt richtig. Du musst ja jetzt auch nicht, kannst ja jetzt auch eine Farbe aussuchen, du musst immer klicken, ne? Wir sind so
immer nervig, wenn du da immer wieder jeden einzelnen Block anklicken musst. Fem. So, und jetzt Ideen, Leute, kommt. Mensch. Ein paar Zuschauer haben wir hier. Bestimmt ein paar kreative Köpfe dabei. Okay, was sagst du? Ein paar kreative Köpfe dabei, die uns helfen können hier, ne? Ja, ich sag mal, der ist so schlau, aber der haut ja mal. Ragash! Was? Hab ich nie behauptet. Boah, doch, da bin ich mir ganz sicher, das hast du 1000 Mal gesagt. Dragash muss uns helfen, hier das Schiff zu bauen. Der ist doch kreativ, der kann das doch. Dragash, du bist kreativ, komm her bei uns, das Schiff. Naja, wenn ich mir seine Plattenbausiedlung-Basis anguck, nö. Das ist genauso wie Minecraft, das ist nichts anderes. Hier sind nur noch mehr Blöcke.